herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es gibt Unmengen, wirklich Unmengen an Neuigkeiten. Das ist einfach unglaublich. Pokéstops einreichen in Deutschland in Pokémon Go ab Level 40. Wow, so schnell, so früh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass nach so vielen kleineren Ländern jetzt auf einmal Deutschland dran ist. Ja, Deutschland ist jetzt vielleicht nicht riesengroß, aber die Einwohnerzahl ist halt dann doch schon erheblich. Erheblich und unterschiedlich im Gegensatz zu vielen anderen. Gut, bei, was war es, Indien? Bin ich mir jetzt zwar nicht ganz so sicher, aber okay. Kommen wir zu den anderen Themen, die es aber auch noch gibt. Es gibt ein neues Update von Pokémon Go im App Store. Bei Android ist es die Versionsnummer 145.1. Dies ist zwar eine reine Fehlerbehebung, aber eine interessante Fehlerbehebung, weil es gab Probleme mit Abenteuer Sync. Und da haben sich viele beschwert, dass sie so ein Event rausgebracht haben. Und bei diesem Event ist Abenteuer Sync so wichtig, dass halt auch wirklich jeder einzelne Schritt zählt. Wenn ihr das Update installiert habt, geht bitte in die Einstellungen und aktiviert Abenteuer Sync erneut, weil nach dem Update ist das ausgeschaltet. Und deswegen solltet ihr es natürlich wieder einschalten, sonst funktioniert es ja noch weniger als vorher. Das, ja, sehr interessant, ist gut zu wissen. Habe ich auch gerade festgestellt, es tatsächlich in meinen Einstellungen war Abenteuer Sync deaktiviert, jetzt ist es wieder aktiviert. Das nächste GoFest wurde angekündigt, und zwar das GoFest in Yokohama in Japan, wo noch der genauere Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt worden ist, gleich am Anfang, als Dortmund und Chicago veröffentlicht worden ist oder mitgeteilt worden ist. So viele worden ist, das reicht langsam, ja. 6. bis 12. August findet in Yokohama, Japan, das GoFest statt. Interessanterweise werden hier keine Tickets verkauft, aber, also die Tickets sind kostenlos, aber eine Ticketreservierung ist erforderlich. Also im Endeffekt so ähnlich wie bei der Safari-Zone in Oberhausen. Die Tickets waren kostenfrei, aber man musste sich ja trotzdem ein Ticket holen. Plaudergei scheint das regionale Pokémon zu sein, weil auf dem Bild Plaudergei zu sehen ist. Und auf dem Bild sind sowohl Quapsel und Hoppspross. Also entweder gibt es beide als Shiny, was ich ziemlich krass finde. Das sind genau zwei Shinies, zwei interessante Pokémon, die zwei Entwicklungsstufen haben. Also die erste Entwicklungsstufe von Hoppspross ist Hubbeluff und die zweite ist Papunga. Niantic hat noch eine besondere Ankündigung gestern gemacht. Zumindest der Support, der Niantic Support auf Twitter hat mitgeteilt, dass wir am 17. Juni, das ist nach dem Abenteuer-Event, nach der Abenteuerwoche, nochmal 50.000 Sternstaub und 15 Sonderbonbons für 50 gelaufene Kilometer erhalten. Als Entschädigung, dass das mit dem Abenteuer-Sync hier solche Probleme gemacht hat. Also ihr könnt 2 Wochen lang eine richtig geile Belohnung aus 50 Kilometer erhalten. Geil, geil, geil. Auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Gut, nächstes Thema. Pokéstop einreichen in Deutschland ist nun verfügbar. Ihr könnt alle 14 Tage ab Level 40 7 Vorschläge einreichen. Dazu vielleicht erstmal ein paar Worte. Nicht jeder weiß das, aber wir haben die Möglichkeit, ja auch über Ingress einzureichen. Und deswegen weiß man zum Beispiel, wenn ich den ersten Vorschlag eingereicht habe, genau 14 Tage später bekomme ich diesen Vorschlag wieder gutgeschrieben und kann wieder was einreichen. Egal, ob der Vorschlag schon bewertet ist oder nicht.
Was geeignete Pokestops sind oder nicht, solltet ihr auf jeden Fall auf der dazugehörigen Webseite schauen. Ich schaue, dass ich den Link in die Beschreibung packe. Und schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist sehr lehrreich und sehr hilfreich. Es bringt halt nichts, einfach nur Müll einzureichen, weil ihr dadurch die OPR-Community sehr stark verärgert. Dadurch, wenn ihr nur irgendwas mit Pokémon erwähnt, wird wahrscheinlich sogar alles abgelehnt, weil die OPR-Community das irgendwie sehr schlecht darauf zu sprechen sind. Sagen wir es mal so, weil eigentlich war die OPR-Community dafür entstanden, damit es in Ingress mehr Portale gibt. Aber selbst da herrscht auch schon Krieg. Also von daher, ich kann das ja mal ein bisschen ausweiten und euch das mal versuchen, ganz kurz zu erklären. In Ingress gibt es zwei Teams, Grün und Blau. Und die meisten Bewerter oder viele Bewerter, man geht zumindest davon aus, gehen hin, schauen, ob die Gegend grün oder blau ist. Und wenn ihm das nicht passt, dann wird einfach grundsätzlich das Portal abgelehnt. Deswegen meine ich Krieg. Habt ihr einen Vorschlag eingereicht, dann kümmert sich Operation Portal Recon, OPR, um diesen Vorschlag. Zu eurer Info, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, auf meinem Kanal gibt es sehr viele OPR-Videos. Dort erkläre ich, warum ich das eine oder andere Portal angenommen oder abgelehnt habe. Und diese Videos sind sehr hilfreich, um zu lernen, wie man besser einreicht. Weil manchmal sind Vorschläge gar nicht so schlecht, sind einfach nur scheiße eingereicht. Um das mal jetzt etwas überspitzt zu sagen. Aber das könnte eventuell helfen, besser einzureichen. Also schaut euch einfach mal die Videos an und vor allem schaut euch auch an, was die Kriterien sind. Im Zusammenhang von OPR bekomme ich eine Frage besonders häufig gestellt. Wie lange dauert es noch, bis der Pokéstop oder das Portal dann bewertet worden ist? Unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt schon drauf an, wo man diesen Vorschlag eingereicht hat. Je nachdem, ob in eurer Gegend gar niemals ein Ingress-Spieler unterwegs gewesen ist, kann es tatsächlich sein, dass es schwierig wird, dass dann dies gut bewertet wird. Anscheinend hat Niantic noch etwas Probleme mit dem Algorithmus, damit wirklich auch Portale oder sagen wir mal einfach Vorschläge entsprechend der Community vorgeschlagen wird, weil man kann sich ja nicht aussuchen, was man bewertet, dass diese halt vorgeschlagen werden, sobald man feststellt, hey, dieses Portal ist jetzt, keine Ahnung, einen etwas zu langen Zeitraum in der Warteschleife, es muss mehr priorisiert werden. Dafür gibt es wahrscheinlich nichts im Algorithmus und deswegen ist das nicht so einfach. Es kann tatsächlich sein, dass gewisse Vorschläge monatelang drin rumdümpeln und manche Vorschläge werden innerhalb von einer Woche bewertet und ihr bekommt dann eine E-Mail. Also ihr bekommt beim Einreichen eine Bestätigungs-E-Mail, dass es eingegangen ist. Die kann manchmal auch verzögert kommen, es kommt nicht immer sofort, manchmal, es gab auch schon Momente, wo es mal Stunden gedauert hat, das kann mal passieren, das ist jetzt nicht die Welt, normalerweise kommt es aber sofort, kommt aber auch auf eure Internetleitung an, weil das muss schließlich erstmal hochgeladen werden. Ja, und wenn das dann endgültig bewertet ist, bekommt ihr wieder eine E-Mail und es gibt keinen Grund, den Support anzuschreiben und zu fragen, wann denn endlich dieser Vorschlag bearbeitet worden ist. Zum Teil könnt ihr vom gestrigen Gameplay auch etwas sehen. Ich war wieder mit dem Fahrrad unterwegs, leider habe ich aber beim Fahrradfahren kein Shiny gefunden. Aber mein Pokéball Plus hat tatsächlich einen Shiny gefangen. Ich habe jetzt leider nicht das Gameplay dazu, aber ich werde euch das Shiny dann einfach im nächsten Video noch zeigen.
Oder vielleicht so oder so zum Community Day passt das auch ganz gut. Da werde ich ja bestimmt auch ein paar Shinies fangen. Und dann kann ich euch das dann auch dementsprechend zeigen. Angeblich kann man mit dem Fahrrad 10,5 km/h fahren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Angabe ist nicht mehr ganz aktuell, dass das vielleicht sogar nochmal runtergeschraubt worden ist von Niantic. Aber wie misst man sowas? Tja, also theoretisch müsste man 4 Minuten warten, dann 4 Minuten geradeaus fahren, am besten 10,5 Kilometer pro Stunde und dann wieder 4 Minuten warten und dann schauen, ob die Strecke gestimmt hat. Sofern sich nichts daran geändert hat, aktualisiert Niantic alle 4 Minuten euren Standort. Also sie schauen alle 4 Minuten, naja, sie schauen. Die App schaut alle 4 Minuten, wo du gerade deinen Standort hast. Deswegen ist geradeausfahren besonders wichtig, weil dann zählt auf jeden Fall die Strecke zu 100%. Wenn ihr eine Abbiegung macht, kann es sein, dass halt nur die Luftlinie zählt und nicht die wirkliche gefahrene Strecke. Seid ihr dann zum Beispiel zu schnell gewesen für diese 4 Minuten, dann habt ihr wahrscheinlich gar nichts gut geschrieben bekommen und dann wisst ihr, ihr wart zu schnell. Am besten bei solchen Tests nur geradeaus fahren, habe ich schon gesagt, nicht abbiegen. Ich bin aktuell bei 25,6 Kilometer in der Woche, sollte eigentlich aber schon bei 28 sein, aber ich finde, die Differenz geht auf jeden Fall noch total in Ordnung. Der Eierpool von den 2 Kilometern ist bekannt und dort findet ihr auch Cognodon in den 2 Kilometer Eiern, was sehr schön ist, weil seine Weiterentwicklung ist bekanntlicherweise der beste Gesteinsangreifer. Wer noch keinen Schildeross hat, das ist auch dort drin, könnt ihr eventuell Glück haben und vielleicht dieses ausbrüten. Beim Community Day lohnt es sich ja deswegen besonders, Eier auszubrüten, weil die Distanz ja auf ein Viertel gekürzt wird und wir erhalten vermehrt 2 Kilometer Eier, auch wenn, ja, vielleicht 50%, ich finde, die haben es, glaube ich, auch schon wieder runtergeschraubt. Also man saß, glaube ich, hier auch beim Gameplay, dass dann doch schon ein paar 5 Kilometer Eier sich in dem Beutel verirrt haben, blöderweise oder sehr schade. Was macht man eigentlich, wenn man jetzt halt dann doch vielleicht ein paar Brutmaschinen kaufen möchte? Also ich habe nochmal ausgerechnet, sagen wir mal, ihr wollt nur Brutmaschinen haben und euch geht es auch natürlich vielleicht nicht um die Superbrutmaschine, weil wer möchte schon ein 2 Kilometer Ei in eine Superbrutmaschine legen? In eine normale Brutmaschine ist das vielleicht gar nicht so dumm. Zumal die Distanz beim Community Day so krass ist, dass es sich das schon lohnt, da einmal vielleicht den Beutel leer zu machen oder einfach nur mit der Unendlichen sogar zu brüten. Habe ich zumindest vor. Ich möchte meine Brutmaschinen, die ich mir mit der Abenteuerbox gekauft habe, noch aufheben für die 10 Kilometer Eier in ferner Zukunft. In der Abenteuerbox kostet eine normale Brutmaschine nur 98 Münzen. Eine normale Brutmaschine kostet im Shop 150 Münzen. Also, wenn ihr euch die Abenteuerbox holt, habt ihr einen großen Rabatt bei den normalen Brutmaschinen und alle anderen Items, die da drin sind rein gratis obendrauf. Braucht ihr aber gar keine 15 Brutmaschinen, also ihr wisst zum Beispiel zu 100%, nein, ich brauche keine 15 Stück, das ist viel zu viel, mir würden auch 9 reichen. Ihr würdet tatsächlich sogar Münzen sparen, wenn ihr euch die 9 einzeln kauft. In der Spezialbox gibt es auch 3 Brutmaschinen, aber da kosten leider die Brutmaschinen 10 mehr als im Einzelverkauf. Wer noch nicht Level 40 ist, um Pokestops einzureichen, fahrt in die nächste Stadt und dreht mal ein paar Pokestops. Schließlich erhaltet ihr mit Glücksei 20-fache Erfahrungspunkte. Das ist schon ein Wort. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Ganzen haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen und Sabrina vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren und auf Twitter folgen. Und bis zum nächsten Mal. Batsch.